Sunny Bunnys Malwettbewerb. An einem regnerischen Tag sitzen Sunny Bunny und Pinky Bunny mit ihren Malbüchern am Tisch. Pinky Bunny malt gern bunte Bilder mit Wasserfarben und hat plötzlich eine tolle Idee. »Sunny Bunny«, ruft sie aufgeregt, »lass uns einen Malwettbewerb veranstalten, wo alle Kinder eingeladen werden. Sie sollen uns ihre schönsten Zeichnungen zuschicken.« Sunny Bunny findet diese Idee großartig. Ein paar Tage später stürmen Sunny Bunny und Pinky Bunny aufgeregt zum Briefkasten. »Heute sind wieder viele Zeichnungen gekommen«, freut sich Pinky Bunny und entleert den vollen Briefkasten. »Lass uns hineingehen und die Briefe öffnen«, sagt Sunny Bunny erwartungsvoll. Und beide Hasen setzen sich an den Tisch. Anna und Emma haben die Mega-Rutschen der Sonnentherme gemalt. »Die Mädels lieben unsere Rutschen genauso wie ich«, sagt Pinky Bunny stolz. Matteo aus dem Nordburgenland hat ein Haus mit Storchennest gezeichnet. »Pinky Bunny, im Burgenland gibt es viele Störche«, erklärt Sunny Bunny. »Die Störche verbringen den Frühling und Sommer bei uns.« Pinky Bunny öffnet den nächsten Brief. Es ist ein wunderschönes Bild vom Neusiedler See im Sommer. »Diese Zeichnung hat uns Lisa geschickt«, sagt Pinky Bunny und hängt das Bild an die Wand. Sunny Bunny hat Simons Brief geöffnet. Er hat eine Radtour gemalt, da er die Radwege im Burgenland liebt. »Schau, wie schön Simon den Helm gemalt hat«, schwärmt Sunny Bunny von dieser Zeichnung. Pinky Bunny hält einen großen Brief in ihrer Hand und schaut aufgeregt hinein. »Es ist eine Gans«, ruft Pinky Bunny und schaut nun etwas verwundert zu Sunny Bunny. Sunny Bunny erklärt, »Stefan hat eine Gans gemalt, weil Gänse den heiligen Martin, den Schutzpatron des Burgenlandes, verraten haben.« Jetzt kennt sich auch Pinky Bunny aus und klebt das Bild zu den anderen Bildern an die Wand. »Schau mal, Pinky Bunny, Cora hat die Burg Forchtenstein gemalt«, freut sich Sunny Bunny über die nächste Zeichnung. »Unsere kleinen Freunde sind richtige Künstler und haben sich wirklich viel Mühe gegeben«, sagt er stolz. Pinky Bunny muss schmunzeln und sagt lächelnd zu Sunny Bunny, »Schau, Sunny Bunny, Marie hat uns Weintrauben gemalt und eine Botschaft dazu geschrieben. Ich liebe Weintrauben und mein Papa liebt burgenländischen Wein.« Jetzt muss auch Sunny Bunny lächeln. Sunny Bunny und Pinky Bunny haben nun alle Briefe geöffnet. Sie stehen vor der großen Wand in der Sonnentherme und schauen sich noch einmal alle Zeichnungen an. Dann beginnt Pinky Bunny zu zählen. 1, 2, 3, 98, 99, 100. Ha, Sunny Bunny, wir haben schon 100 Zeichnungen bekommen, freut sich Pinky Bunny und drückt Sunny Bunny fest an sich. Ha, so ein Zufall, lacht Sunny Bunny. Und beide Hasen freuen sich schon auf die Zeichnungen, die morgen im Briefkasten sind.